Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online und es scheint mir so, als wäre Halloween, weil die Musik ist so ein bisschen Dings. Warum auch immer das hier? Moment, das ist Hexen irgendwas Dings, kommt fest. So, folgendes ist passiert. Ich habe mich umgefärbt und Miri auch und technisch gesehen auch Bastian. Das ist wahrscheinlich von eher geringem Interesse, aber ich kann ja Bastian mal kurz rausholen. Die sehen jetzt alle ein bisschen anders aus. Das Ding ist, das muss mir jetzt gefallen, weil das kriege ich nie wieder hin. Also ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Das ist mir jetzt zu bezahlen. Also ich habe keine Ahnung, ob ich das gut finde. Was für finde. Neuigkeiten gibt's? Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich das wieder hinkriege. Also ich bin jetzt so semi-zufrieden. Das wirkt mir alles ein bisschen zu metallisch, aber ich habe nicht unendlich viele Farben. Also keine Ahnung. Ja, soviel zum Thema Meta-Zeug, die ich mit Premium angefangen habe. Nun, ich habe mich selber auch umgefärbt. Ich habe jetzt eine blaue Rüstung. Ich weiß mir nicht ganz sicher, ob es so bleibt. Die sieht halt irgendwie so glänzig aus. Das weiß ich nicht. Das sieht halt irgendwie aus wie so eine... Gut, aber nächstes Mal helft ihr mir bei etwas. Ich würde nicht direkt sagen Latex, aber irgendwie poliertes Leder vielleicht, was das ja eigentlich auch ist. Aber ich meine, die Metalldinger, da ist der Mandalorianer neidisch. Ich finde, die Maske ist mir ganz gut gelungen, aber ansonsten ist es... Ah, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich hab immer noch versucht, eine Tour zu machen. So, egal, genug Meter. Wir müssen immer noch die Diebesgilde abschließen, wenn wir es aufkönnen. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Hallo, Quinn. Ich habe die Gegend ausgekundschaftet. Das Eisenrad schickt keine Patrouille mehr jenseits der Mauern. Sie sind viel zu sehr mit den Vorbereitungen für den Aufbruch beschäftigt. Und es gibt irgendeinen Tumult am Haupttor. Anscheinend haben sie ein paar Soldaten dorthin abgezogen, um sich darum zu kümmern. Ja, das muss doch die Abwägung von Welser sein. Schön, dass wir schon da sind, um das auch zu nutzen, nicht wahr? Kennen wir einen Weg rein, außer die Haupttür mit jeder Menge Toten? Da ist ein Spalt in der Mauer, nicht weit von hier. Es gibt einen einzelnen Wachposten. Ich habe es schleichtleise schon gesagt. Er wartet auf euch bei dem Spalt. Na gut, ich werde ihn finden. Ich kehre zu den Mauern zurück und kundschafte weiter den Außenbereich der Zitadelle aus. Viel Glück! Ja. Was auch immer mir übrigens eine Auskundschaftung der Außenteile der Zitadelle eigentlich großartig hilft, ne? Weil, meine Biskop, wie da aussieht. Ich habe mich gerade kurz gefragt, was es da vorher macht. Aber es ist ein Drachenfrosch. Nee. Die sind schon irgendwie süß. Aber ich glaube, das Haustier schrecklich ungeeignet. So im Großen und Ganzen. Guck mal, da hinten ist so ein dedrisches Ding. Die sind immer... Quatsch, nicht dedrisch, sondern so ein Psychic-Portal. Die sind immer ziemlich reichhaltig. Auch das, lieber Zuschauer aus Episode 645, ist etwas, was in ferner Zukunft kommt. Aber sei dir gewiss, die Dinger lohnen sich. Was ist denn, was heißt das? Ist mal ein, meistens ist ein lila Gegenstand drin, was ganz nice ist. Wie Zeug hier auch einfach rumliegt. Derweil habe ich mich noch mehr über Lore belesen und ich habe einen Reddit-Thread gefunden, der mit welche inkonsistenten gibt's, Dingsbums gibt es in Elder Scrolls generell, die sehr auffallen. Und es ist eigentlich genau alles, was ich schon gesagt habe, ne? Das irgendwie die Entfernungen sind irgendwie komplett hintereinander. Niemand, also nicht nur ich rege mich darüber auf, dass die Lebensdauer von allen möglichen Rassen irgendwie komplett inkonsistent ist, weil dass es nur so Aussagen gibt wie, naja, also Elfen werden schon alt, also die können alt werden, aber die werden es halt einfach nicht, weil irgendwann passieren halt Dinge. Und so weiter und so fort. Aber es ist halt schrecklich inkonsistent. Ja, also da bin ich nicht allein mit dieser Beschwerde. Und ansonsten halt mehr vom Üblichen. Dass es halt irgendwie zu wenig Farmen gibt und Dings. Okay. Also ich weiß nicht, das ist, also meine Miri hat zumindest noch ein bisschen Anstand. Ich meine, was ist denn das für ein Strandkostüm? Da würde ich mich ja nicht mit vor die Tür trauen. Hallo, schlecht leise. Seht ihr den Wachposten? Er schaut immer wieder durch das Tor und fährt sich über die Lippen. Er wartet auf einen seiner Kumpel, der mit einem guten Schluck vorbeikommt. Vielleicht solltet ihr ihm seinen Durst nehmen. Und danach seine Uniform. Wie viel Kajit haben die wirklich? Agonia. Ich habe nebenbei dann auch noch erfahren, dass ich anscheinend das mit der Sklaverei in Elder Scrolls Online falsch interpretiert habe. Sie nehmen keine Agonia mehr als Sklaven. Generell Sklaverei ist noch voll okay. Ich habe das irgendwie falsch verstanden. Zumindest im Hauptspiel wurde das so erklärt. Das kam, weil ich mich da letztes Mal beschwert habe, dass die Dunmer irgendwelche Khajiit einsacken. Khajiit-Sklaven wären zumindest nach der Lesart, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ob es wirklich so ist, wären vollkommen okay gewesen. Nur Agonia-Sklaven sind off-limits. Na gut, Plan? Wir gehen zu ihm. Ich tue so, als wäre ich ein betrunkener, aber adretter Agonia. Er stellt uns zur Rede, sagt uns, dass wir umkehren sollen. Und dann sieht er die Flasche in meiner Hand. Ich biete ihm einen Schluck an, er nimmt einen großen Schluck von Welsers Schlaftrunk, wir schnappen uns seine Uniform. Oder ich sage ihm einfach, es kommt sein komplettes Blut leer und du nimmst danach die Leiche. Ich meine, da vermeiden wirst du zumindest, dass Flecken draufkommen. Na gut, dann mal los. Versucht bitte eher unbedrohlich zu wirken, falls das irgendwie möglich ist. Mit meinen Klamotten? Mein guter Mann, ist das das Tor von Abbas Landung? Halt!
Diese Zitadelle steht unter der Gerichtsbarkeit des Eisenrats. Von der Taverne habe ich ja noch nie gehört. Wie ist da das Angebot? Ihr solltet umkehren. Hat er gerade von der Flasche getrunken? Eure Flasche da, was ist das? Köstlich. Ein Wein aus Bergama. Warum? Wollt ihr was davon? Wenn ihr es mir anbietet, nur ein Schlückchen für den Blutdruck. Hat er nicht gerade selber davon getrunken? Ich hoffe, das wirkt nicht so stark. Vor allem, was ist das für ein Schlaftrunk, der schnell wirkt? Weiter war's, Schwanzfedern! Oh, wie scheußlich! Was ist dieser Geschmack? Vor allem müssen wir uns jetzt ein bisschen Sorgen um seinen Kumpel machen. Etwas, wogegen ich immun bin, aber er hat recht. Es schmeckt wirklich scheußlich. Okay, so erklären, warum er getrunken hat. Er muss das Trinken also gar nicht simulieren. Das heißt, da haben wir Grund der allgemeine Giftimmunität? Okay. Also schön, wie sie das Umziehen hinter die Tür verlegt haben. Meine Ablenkungen zeigten die erwartete Wirkung. Ich bleibe fürs Erste in den Schatten. Ja. Nein. Steht wer da hier irgendwo rum? Nee, sie rennt einfach los. Okay. Na gut, schleicht leise. Hier trennen sich unsere Wege. Sobald ich in Uniform bin, werde ich schon sehen, ob ich auffalle oder nicht. Dürfte ich ein weiteres Vorgehen vorschlagen? Das Tagebuch, das ihr mitgebracht habt, beschreibt den kompletten Mitgiftbeutezug, wie Nikolas ihn geplant hat. Ich glaube, das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Wollen wir irgendjemanden entlasten? Ich dachte, wir haben uns bereits entschieden, dass wir nicht den Rechtsweg gehen. Was? Oberinspektor Ranbeck hat ein Büro in den Ruinen, wo er Gäste empfängt. Wenn ihr das Tagebuch so zurücklasst, dass er es findet, dann gibt es kaum eine Chance, dass Nikolas sich dem Verfahren entziehen könnte, das ihn in Tarnet erwartet. Oh, und ihr könntet herausfinden, wo sie Syra festhalten. Ja, dass Nikolas das Leben schwer macht. Wir könnten ihn natürlich einfach umbringen, aber okay, wir gehen den Rechtsweg. Anscheinend doch. Ja, ich bin dabei. Viel Glück. Lasst euch nicht schnappen. Falls doch, müssten wir gleich zwei Gildenmeister befreien. Ganz schön beschämende Zeiten für die Diebesgilde. Ja. Geht ihr voraus. Ich setze mich mit der Uniform unseres Wächterfreundes ab. Vielleicht muss ich sie etwas enger machen. Er war ziemlich kräftig. Ich dachte, der Sinn von solchen Uniformen ist tatsächlich, dass sie auch auftragen. Ich meine, da waren schon einige Brustpolster bei und Schulterdings. Ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich eine gewisse Panzerung wahrscheinlich auch bei und Dämpfung. Weil ich meine, du kriegst da so eine Platte, soweit ich das weiß. Ach, jetzt liegt er hier. So eine Platte trägst du ja normalerweise nicht auf der Haut, sondern darunter hast du noch so eine nicht gepanzerte Weste, aber du hast so eine... Wie bezeichnet man das am besten? Du hast auf jeden Fall so eine Weste drunter an. Das ist eine gesteppte Weste, die relativ dick ist. Und das ist das eigentlich, was dich eigentlich, was vorhin schon schützt, weil das Metall der Platte zum Beispiel schützt dich ja erstmal nur vor den spitzen, scharfen Sachen oder deinen Kettenpanzer. Aber die reine kinetische Energie muss ja noch irgendwo hin. Und dafür wiederum hast du dann diese Weste, die den eigentlichen Aufprall abhält. Vor allem, ich breche hier nicht ein, das ist natürlich auch sehr witzig. Vor allem, weil hier schon andere Spieler vor mir waren. Das ermöglicht mir natürlich einen sehr lore-freundlichen Weg hier durchzugraben, ne? Warte mal, es gibt hier noch Bücher in der Nähe, da müssen wir mal gucken, was wir Schönes noch finden. Eisenradgefangenes, Triumph der Seppnatter. Das sind teilweise anscheinend nur Bücher, die ich nur hier finde. Die würde ich dann natürlich schon irgendwie ganz gerne heben. So ein bisschen hin. Warum klebt der da am Zelt dran, der Eisenradverwüster? Das verwirrt mich jetzt ja schon ein bisschen. Warum? Achso, er backt. Okay, ich dachte gerade, es gibt irgendeinen coolen Grund, warum der irgendwie so halb im Zelt hängt. So, was haben wir hier Schönes? Wir haben einen Rucksack und da drin finden wir ein Rezept für Trauben eingemachtes. Yay, hey. Und ich könnte Schwerter klauen, 3 Stück. Nein, ich habe kein Interesse an diesen. Oh. Ich wurde tatsächlich gerade kurz entdeckt. Oh, sind jetzt die Handwerksgegenstände wieder in meinem normalen Inventar? Das ist natürlich ärgerlich. Nee, die sind auch im Handwerksbeutel. Nur die anderen sind wieder zurück. Naja. Gut. Dann habe ich jetzt ja für alle Zeiten einen kleinen Vorrat an lustigen Handwerksgegenständen, die ich, Das sind echt viele Leute hier. Vor allen Dingen hängen die hier alle so rum, als wären die irgendwie in der Hungersnot, oder? Die ganzen Leute des Eisenrades. Oh, da hinten hängt das an der Wand. Ich mag ja Dinge zu lesen. Ach, das ist direkt schon die Tür. Gefängnis von Nushira. Rambiks Befehl, Eisenrad Hauptquartier.
Dies soll alle Offiziere und Soldaten des Eisenrads daran erinnern, dass es eine Ehre und ein Privileg ist, innerhalb unserer temporären Hauptquartiers zu dienen. Jene Mitglieder unserer Befehlskette, die Streifendienste aus der Zitadelle bevorzugen dürfen, jederzeit gerne eine Verletzung beantragen. Ausrüstung für heiße Witterungsverhältnisse sowie Ölzeug werden nach Bedarf bereitgestellt. Alle, die sich lieber im kühlen, komfortablen Innenbereich dieses Komplexes aufhalten sollten, bitte darauf achten, sich wie die Elite des Eisenrads zu benehmen, nicht wie gewöhnliche Soldaten. Sich in geheimen Gängen schleichen gilt als Antrag auf Versetzung. Die Beine vom Steg über die Hauptlagerbereiche bomben zu lassen, gilt als Antrag auf Versetzung. Fragt unbedingt auch Hauptleutnant Atrunia, ob die Bummelei es wert war. Die Weigerung, in Dienstbotenarbeit zu verrichten, gilt nicht als Antrag auf Versetzung. Jedoch werde ich diesen bitte als eine Einteilung in den Latrinendienst interpretieren, da sie gute zwei Jahrtausend lang vernachlässigt wurde. Ranvik. Ja gut, aber wenn die Latrine 2000 Jahre vernachlässigt wurde, sollte der Zustand ja eigentlich, dann sollte eigentlich weniger eklig sein, oder? Ich meine, die ist dann wahrscheinlich nur ziemlich verkratzt. Okay, warum genau schleicht diese Person hier die Treppe runter? Ja, wenn sie meint. Ich bin auf der Suche nach weiteren Texten. Oh, das geht ganz schön tief runter da. Gut, dass ich so begabt bin. Das ist, diese ganze Illusion bricht so ein bisschen zusammen, wenn hier mehrere Leute lang schleichen, ne? Ich schleiche gerade so ein bisschen den Weg wieder zurück. Wenn ich so gucke, laut Karte gibt es hier noch verschiedene Dinge zu lesen. Das würde ich gerne tun. Ah, hallo, Dings. Könnte ihn jetzt einfach mit der Leidensklinge weghauen, aber das bringt mir wieder Eisenradschütze, das bringt mir wieder negative Punkte. Also wir gehen einfach rein. Anscheinend gibt es ja, obwohl so richtig reinkomme ich noch gar nicht. Da ist in diesem Zelt irgendwas. Okay, aber ich schicke mal Miri weg. Wir müssen ja nicht unsere gute Beziehung mit zartbeseiteten Dunkelelfen. Das ist immer noch die Elite, ne? Muss ich mich dafür schlecht fühlen, dass ich die Bande absteche? Eigentlich nicht, oder? Okay, gut, wir haben den Bewacher des Vorratsraums erwischt. Naja, gut. Es wirkt eh irgendwie. Oh. Oh. Ah, verdammt. Es wirkt irgendwie glaubhafter, wenn ich hier allein unterwegs bin. Eckmann, hinten ist ein schwerer Sack. Bastian hätte mich bestimmt darauf hingewiesen. Naja, ich habe eine Rubidit-Streitachse. Ne, nur eine Rubidit-Achse geplündert. Und Calcinum-Erz, ne? Das könnt ihr auch behalten, Freunde. Ich weiß nicht, so besonders heimlich ist es nicht, wenn man sich den Weg durchmeuchtet, nicht wahr? Ansonsten? Also, wie gesagt, laut Karte gibt es hier noch übel Zeug zu lesen. Also zumindest zwei Sachen noch und die würde ich gerne sehen, weil. Ist ja auch interessant, was ist das unter Erde? Ja, guck mal hier. Der rote Flug, Band 1, Handelsposten von Abbas Landung habe ich noch nicht. Triumph der Seppnatter. Na gut, die gibt es rüber woanders. Spielbericht, das Versteck, Endirren ins Konto. Brauchst du hier eine Quest verfügbar? Was verloren ging? Nein! Was verloren ging, war ja die Quest von. Oder finde ich die Bücher hier alle nochmal drinne? Weil das während des Konto? Achso, das war ja das Ding, was mitgenommen. Warum liegen die hier? Okay, das muss ein Bug sein, oder? Bei Ehrendets Konto, das war ja das Ding, was ich in Buckelwacht, nee, nicht Buckelwacht, aber in Schildwacht geholt hatte. Und das müsste ja noch holen. Okay, gut, jetzt ignorieren wir einfach mal etwa die Bücher und schleichen uns hier einfach unauffällig rein. Das sieht übrigens überhaupt nicht nach einer Falle aus. Sprechen wir irgendwie für Verlorer? Was macht ihr denn hier? Warum sollte ich mit dir sprechen wollen? Aber irgendwie cool gemacht, der Turm hier. Oder ist die gefangen? Ich liege mit euch nicht im Zwist. Meine Mitgift wird sicher zurück in das Aldanobia-Grabmal gebracht. Genau wie die sterblichen Überreste meiner Ahnen. Die Verantwortlichen wurden dingfest gemacht. Und dennoch bin ich mit diesem Ausgang nicht ganz zufrieden. Warum das denn nicht? Mein ehemaliger Verlobter Korsch, also Nikolas, arbeitete sehr bereitwillig mit dem Eisenrad zusammen. Er behauptet, man habe ihn übertölpelt und Saira hätte die ganze Zeit über den Plan gehabt, die Mitgift zu stehlen. Saira hat nichts gesagt. Ja, das ist an sich auch recht klug, aber obwohl auf der anderen Seite Korsch noch mit reinreiten, scheint mir ganz klug zu sein. Also, weil offensichtlich ist ja das Eisenrad sowieso nicht willens, sofort Sachen zu beenden. Die scheinen sich ja wirklich sehr an diesen rechten Gesetzgedanken zu halten, ne? Die sind halt, ich weiß immer noch nicht, ob die sind irgendwie neutral gut, ne? Also, wenn man das so einfach sagen kann, so pauschal, aber die halten sich halt ernsthaft an diese Scheißgesetze, ne? Oder wenn die lawful gut sind, die. Oder zumindest glauben die das von sich selber. Ich halte sie eher für lawful evil, aber das macht, glaube ich, auch keinen großen Unterschied. Wie meinst du das? Der Preis dafür, dass Saira sich ergeben hat, war die Sicherheit all jener, die sie mit zur Hochzeit gebracht hatte. Ihr und eure sonderbare kleine Begleitung. Fast schon ehrenhaft. Wenn auch auf ihre eigene Art und Weise. Nikolas lügt, das weiß ich jetzt. Aber Oberinspektor Ranbik hat nichts, um das Gegenteil zu beweisen. Ist es wichtig? Ich denke, du bist Mitglied des herrschenden Adelshauses. Also, ist ja schon gut, dass sich das Eisenrad am Prozess hält. Weil das ist halt immer so das Ding mit Recht und Recht haben, ne? Das,
dieses. Das sind wir wieder bei China, ne? Das ist heute, in diesen heutigen Tagen immer ein sehr gefährliches Thema, aber die Kurzfassung ist halt, und ich erwähne das schon 20 Mal, dass, wenn du halt gerade gegen Mächtige agierst, daran misst sich das ja, wie stark das Gesetz wirklich ist. Ich meine, wenn du irgendwie arm bist und du verbrichst Dinge gegen arme Leute, kannst du wahrscheinlich damit rechnen, dass sich niemand weit genug investiert ist und dass halt die Justiz weit genug außerhalb allen steht und sich, wenn falls keine anderen politischen Gründe gibt, bei dir einzugreifen, sich tatsächlich alles fair verhält. Kannst du davon ausgehen. Dann hast du natürlich noch so Sachen, dass du vielleicht irgendwie in so einer Bananenrepublik wie Deutschland wärst. Naja, okay, in diesem Fall kann man den deutschen Recht wahrscheinlich nichts zulegen, aber sagen wir, du bist in einer echten Bananenrepublik, die wirklich Bananen anbaut. Dann hast du halt so Fälle, dass der Richter sich bestechen lassen will, dann wirst du halt vielleicht trotzdem unfair behandelt, weil irgendwie die Rüche gibt, du hast Geld, du hast aber ja keins und der Richter gibt dir eine extra harte Strafe, weil er eigentlich erwartet, dass du ihn bestichst, aber kannst du nicht, aber er hat ja auch keinen Grund, den umzustellen, denn noch am Ende, wenn er rausgeht, doch kein Geld hast, also, oder er hält dich einfach nur für geizig, das kann natürlich auch sein. Aber wenn du gegen Reiche und Mächtige unterwegs bist, und ich meine, Kosch ist ja, beziehungsweise Nikolas, ist ja eigentlich nicht wirklich ein Handels... Also, er hat ja keine Macht, vor allem nicht in Tarnet. Wo ist ihr Problem? Ich meine, woran ist das Eisenrad gebunden? Ich denke, die wird von ihr hier bezahlt. Ja, ich habe Beweise. Die könnte ich eintauschen. Die Stadtausrufer von Tarnet künden bereits von ihrem Verfahren. Angesichts der derzeitigen politischen Lage kann ich sie nicht einfach freilassen. Aber ich kann euch sagen, wo sie ist. Und ich kann eurer ganzen Organisation einen lukrativen Vorschlag machen. Und zwar ihr direkt. Sobald ihr sie befreit habt. Ja gut, ich habe hier übrigens nochmal 100 Seiten, die du mal eben lesen kannst. Willst du mal kurz reinschauen? Gut. Saira wird im Kerker unter uns festgehalten. Ach. Aber ihr müsst euch beeilen. Oberinspektor Ran Beek hat vor, sie zu verlegen. Ich weiß aber nicht, wohin. Ich werde euch zur Gefängnistür eskortieren. Wenn ihr an meiner Seite bleibt, wird das Eisenrad euch nichts zuleide tun. Seid ihr bereit? Nicht wirklich. Ich würde mir gerade noch kurz ein Zimmer angucken, aber von mir aus. Vor allem, das Eisenrad wird mir nichts tun, wenn sie mich begleitet. Warum das denn nicht? Das erscheint mir auch irgendwie sehr unlogisch, oder? Ich meine, eben gerade habe ich noch Leute von ihnen umgebracht. Und denkt jetzt einfach. Bleibt an meiner Seite oder das Eisenrad hält euch für einen Eindringling. Was ihr im Grunde ja seid. Ich hätte mich vielleicht vorher umziehen sollen. Warum genau haben wir jetzt eigentlich diese ganze Geschichte mit dem. Mit Schleicht leise gemacht, der sich umgezogen hat? Weil das erscheint mir jetzt irgendwie gerade im Nachhinein irgendwie egal. Übrigens, während wir hier so grob rumlaufen, nicht mein Blick gerade nach unten links fällt. Er rennt nach vorne. Fast geschafft. Sobald ihr im Gefängnis seid, seid ihr auf euch allein gestellt. Wer sagt eigentlich, dass sie mich nicht einfach verkaufen will, mich jetzt wunderschön zum Gefängnis führt? Das ist ja meine. Es ist genau wie. Ich hatte neulich von meiner Freundin, eine Bekannte, der Mann ist Bulle. Und das läuft anscheinend so, dass kommt oft genug anscheinend vor, dass Leute, die einen aktiven Haftbefehl ihr haben. Da, schließt die Tür auf und lasst meine Begleitung ins Gefängnis. Trag das nicht ins Besucherbuch ein. Wie ihr befehlt. Ihr da, folgt mir. auf jeden Fall, dann wirst du erstmal in so ein Zimmer begleitet. In so ein, Befragungsraum, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie die sich vorstellen muss, wie in dem Film. Und dann klickt halt hinter dir die Tür. Die Uniformen des Eisenrads sind nichts für argonische Köpfe. Ich würde schwitzen, wenn ich schwitzen könnte. Ihr sucht nach Saira. Ich warte auf die anderen und begleite sie. Argonier können nicht schwitzen? Ist das Lore? Hauptsache, hier liegen wieder welche Leichen so casual rum. Ja, und auf jeden Fall, dann so kriegen die dich halt einfach. Die führen dich einfach hin, sagen, ja, wir müssen auch mal kurz befragen, statt dass du wie am Schreibtisch machst. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ich war noch nie in irgendeinem Polizeipräsidium, um welche Fragen zu beantworten. Auf jeden Fall, und dann, ja, dann macht's halt Klick und dann haben sie dich. Da kommen irgendwann mal wahrscheinlich zwei muskulösere Beamte rein und nehmen die auseinander. Nee, sie werden dich wahrscheinlich nicht verprügeln, aber ist schon jemand. Ja, und genau so ein Fall könnte das ja auch sein, nur dass gerade die Tür vielleicht leise aufgemacht wurde. Na gut, dann schleichen wir mal weiter, aber beim nächsten Mal, mach's gut, bis dahin, ciao.